Hallo, Freunde. Was machst du denn da jetzt? Da jetzt? Dünni, sieh Pack dich! hier ein. Hallo? Muss Wo ich jetzt redest du durch? mit deinem Vorgesetzten? Also eigentlich haben wir ja, sind wir ja, also für die Zuschauer, die vielleicht auch neu dazuschalten, das kann ja immer mal wieder vorkommen, dass nicht immer dieselben Leute hier diese Folge gucken. Also eigentlich sind der Schauchi und ich ja gleichberechtigt in diesem Hof. Ich lasse ihn aber gerne immer in dem Glauben, dass er was Besonderes ist. Dann ist seine Motivation höher, diese Let's Plays mit mir auch zu machen. Ja? Also, nur mal so als kleines Geheimnis so zwischendurch. Entschuldigung, ich wurde aus meinem Fahrzeug rausgeschmissen. Oh, ich sehe schon, da, hier wurde wieder irgendwie so ein Döniken gemacht. Unfassbar, hoch beitreten. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum Farming Simulator 22 hier im Biohof Ehrengrad mit Chauchi und meiner Wenigkeit Jinro Music and Gaming. Hallo! Hallo! So, in der letzten Folge haben wir wie die letzten Profis, wie die meisterhaften Profis, unser Feld 19 zum letzten Mal abgeerntet, Ballen gepresst und nun die Aufgabe für Chauchi, die Ballen zu verkaufen, um ein letztes Mal Ertrag rauszubekommen. Unsere Hühnchen werden jetzt gleich noch von mir gefüttert, weil die sind quasi kurz vorm Verhungern. Wir schauen mal kurz rein hier. 700 Liter haben wir noch. Die sollen aber weiter fleißig sein. Währenddessen sorgt Chauchi dafür, dass wir Geld bekommen. Und wer schon oben rechts sieht, wir haben wieder ordentlich Asche. Das liegt aber nicht daran, dass wir unheimlich viel Gewinn gemacht haben, sondern wir mussten natürlich unsere Gerätschaften um Feld 19 verkaufen, um Feld 19 zu verkaufen, weil wir jetzt hoffen, dass der gute Jakob Fischer. Oh, das, die brauchten aber jetzt nicht so viel. Oh ja, naja, gut. Ist gerade nicht so. Schade. Nicht so der Ertrag. Aber wir hoffen, dass jetzt der gute Jakob Fischer halt einfach das Feld für uns wieder fixt, damit wir es ihm wieder abkaufen können, um dort halt dann unsere Zuckerrübenfabrik Produktion zu starten. Ne? Das ist der Plan. Genau. Schau mal, du sagst es gerade schon, wir brauchen noch eine. Nein, nee, brauchen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch eine Fabrik, die unsere Zuckerrüben raffineriert. Das haben wir ja. Das haben wir ja. Das haben wir ja. Dafür haben wir schon vorgesorgt. So, ich werde nochmal versuchen, hier unsere Hühner zu füttern. Können natürlich jetzt, wo wir das Geld haben, auch testen, ob das mit den Rudolf-Anhängern klappt. Ne? Ja, du möchtest ja unbedingt das mit den Rudolf-Anhängern klappen, dass probieren, dass das irgendwie aneinander hängt. Ja. Ich würde einfach den einen Rudolf-Anhänger, den wir haben, mitnehmen. Ja. Richtung Shop fahren und wenn ich dann davor stehe an der Straße, würde ich halt zwei kaufen und wenn ich drei aneinander kuppeln kann, würde ich sagen, los geht's. Ja. Ich habe jetzt so mein Gedanke. Ich bin gerade mit dem Radlader und der Universalschaufel, ne, hier an unsere Silo dran gefahren und habe die Befüllung gestartet. Richtig cool. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, habt ihr es gesehen? Also. Nein. Ja, natürlich nicht, weil du nicht da gerade guckst. Aber während das beladen ist, ist meine Gabel nach vorne ein bisschen gegangen und meine Bereifung quasi, weil jetzt mehr Gewicht drauf ist. Also, wie geil ist das denn? Einfach so ein kleines Detail. Ja, man denkt, die Physik hier ist schon ganz gut. Und dann gibt es wieder so Momente, wo du zum Beispiel irgendwie der Anhänger am Tor steht oder so. Ja, ja. Das Tor geht runter und der Anhänger berührt eigentlich gar nicht und alles gefühlt explodiert. Weißt du? Und du dir dann wieder denkst, alter Physik, was ist da los? Ist jetzt die Frage, wie lade ich das jetzt bei den Hühnchen hier rein? Kippe ich das einfach nur rein oder? Naja, halt an der richtigen Stelle, ne? Wo ist die? Vorne? Also auf der anderen Seite, wo die Eier rauskommen? Ja, hier, wo dieses Silo steht. Ah ja, alles klar. Dieses, gut. Ja, da ist ja auch das Anhängerzeichen, da musst du reinkippen. Ah, aber eigentlich hätte ich es jetzt gern gesehen, wie du es erstmal daneben kippst. Nein, nein, nein. Kann ich das einfach da hinkippen? Das wird doch wieder nichts, ganz ehrlich. Leute, der Chauchi, der veräppelt mich doch hier schon wieder. Ich kipp das jetzt da hin und dann sehe ich da gleich wieder mich das hier alles wieder aufsammeln. Ganz zögerlich.
Und wie immer hatte der Hofsleiter recht, weil es ist ja auch der Hofsleiter. So, haben unsere Hühner wieder was zu futtern? Yes, 4000. Wie viel passt da rein? Was, in diese Schaufel? Nee, in den. Einhalb. Bei den Hühnern. 9. 9, dann mache ich noch eine Fahrt. Eigentlich wäre es ja cooler, wenn wir hier nur Ballen hätten. Was haben wir denn hier jetzt alles? Ballen und den zwei Anhänger, Großanhänger. Zwei Anhänger und Ballen. Magst du vielleicht noch mal? Hab hier wieder keinen Ton. Hast du hier Ton? Ich habe hier nämlich keinen Ton. Ich habe hier Ton. Genau, du hast es ja, stimmt. In der letzten Folge hast du ja immer hier quasi. Hörst du mich hupen gerade? Ich höre dich nicht hupen, nee. Aber ich hupe. Das nicht. Null ist doch Hupe. Das höre ich nicht, aber ich habe hier komplett Geräusche. Also mein Fahrzeuggeräusche, Hühnergeräusche. Aber warum hörst du mich nicht hupen? Ich glaube, ich höre dich nie hupen. Aber ich habe dich vorhin auch schon mal angehupt. Echt? Ja, als ich an dir vorbeigefahren bin. Du kamst mit einem Anhänger, um die Silage zu verkaufen. Und ich hatte schon verkauft und war auf der Rücktour. Hm. Das habe ich aber auch nicht gehört, glaube ich. Vielleicht hörst du mir auch einfach nur nie zu, wenn ich dich hupen grüße, weißt du? Was? Ja, vielleicht unsere Bindungsarbeit auch deutlich besser. Ich mach mal so Mühe und eher. Naja, kein Wunder. Kommunikation wird hier im Biohof Erlengrad groß geschrieben. Willst du mich jetzt hupen? Ja, jetzt soll ich dich hupen. Dann lag's eben gerade am Soundpad. Krass. Dann habe ich auch gehupt, aber. Noch Freunde. Was machst du denn da jetzt? Dünnisier dich. Pack hier ein. Hallo? Muss ich jetzt durch? Mit deinem Vorgesetzten. Also eigentlich haben wir ja, sind wir ja, also für die Zuschauer, die vielleicht auch neu dazuschalten, das kann ja immer mal wieder vorkommen, dass nicht immer dieselben Leute hier diese Folge gucken. Also eigentlich sind der Schauti und ich ja gleichberechtigt in diesem Hof. Ich lasse ihn aber gerne immer in dem Glauben, dass er was Besonderes ist. Dann ist seine Motivation höher, diese Let's Plays mit mir auch zu machen. Ja? Also nur mal so als kleines Geheimnis so zwischendurch. Entschuldigung, ich wurde aus meinem Fahrzeug rausgeschmissen. Oh, ich sehe schon, da, hier wurde wieder irgendwie so ein Döniken gemacht. Unfassbar, hoch beitreten. Oh, witzig, Shorty, witzig. Erst mal eine halbe Stunde im Menü gesucht. Wo ist denn jetzt dieser Punkt? wie kann ich ihn denn rausekeln? Also wenn es ums Rausekeln geht... Guck dir einfach die letzten 18 Folgen an. Würde ich sagen, machst du schon sehr, sehr gute Arbeit. Aber leider bin ich stur. Und manchmal auch ein bisschen dumm. Moment, also man merkt auf jeden Fall, wir haben es sehr, sehr spät an einem Freitagabend. Ja, Jingo ist schon ein wenig on Tour gekommen hier. Alter. Und hier ist wieder kein Ton. Alter Vater, ihr werdet aber mit 50 km durchgebrettert. So, die Hühner sind gefüttert. Das habe ich gemacht. So, du hast die Ballen verkauft. Perfekt. Yes. Dann was sollen wir denn jetzt machen? Du bist doch hier nie die Person, die bestimmen kann. Was möchtest du denn jetzt machen? Na, ich hätte jetzt gesagt, da wir eh warten müssen, ob Julian Fischer hier Feld 19 ordentlich bearbeitet, wir auf Feld 21 warten, würde ich sagen, schauen wir doch mal rüber zu Feld 22, was unsere Grasproduktion sagt. Und wenn die gut aussieht, heißt es Rasenmähen. Weil? Weil ich hätte sonst gesagt, wir haben wieder Paletten Eier, wir haben safe auch wieder Paletten Honig. Ja. Ja, aber dann, guck mal hier. Rasen kann gemäht werden, einer kann Paletten aufladen. Ist doch perfekt. Ja. Also, Leo Tauschi, was möchtest du machen? Willst du heute mal Rasen mähen? Hast du Bock, Rasen zu mähen und hier den Cesaro 5000 zu benutzen? Hab ich denn eine Wahl, wenn mich mein Hofleiter in Vertretung so lieb fragt? Den Krone Big M450? Wir sind ja gerade schon jetzt hier so krumm und schief hingestellt. Also ich habe den gerade eingeparkt. Da sehe ich, wie du den gerade eingeparkt hast. Auf jeden Fall. So, ja. Ich würde sagen, du machst mal Rasenmähen, währenddessen lade ich hier den Schmock ein. Wie viel mähe ich denn? Mähe ich alles oder mähe ich... Ja, alles. Mäh alles, Rott. Alles. So ordentlich wie möglich. Und dann kommen wir mit dem Wender. Dann wird zusammen geschwaddert und dann heißt es wieder aufladen.
Und dann heißt es ab ins Silo. Und das heißt dann letzten Endes Profit. So sieht's aus. Na, erstmal hier alles aufklappen. Jetzt haben wir ja leider letzte Folge ein paar Bienen verkaufen müssen. Ich hoffe, dass das trotzdem noch hier ganz gut mit der Produktion funktioniert. Sollten auf jeden Fall einige im Safe drinne sein, würde ich sagen. Hoppala, 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 hoppala. Hey, 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 hey. So. Hä? So, senken. So, jetzt geht's los, Freunde. Und wie viel km/h kann ich denn hier maximal mähen? Kann ich 43 fahren, um zu mähen? Das ist ja sehr belohnt. Ihr werdet mich nie wieder langsamer sehen. Das befürchte ich auch. Okay, nee, ich fahre ja nur 25. Naja, besser als nichts. So. Schön das ganze Gras hier weg. So, eine Palette eingeladen, weiter geht's. Also ich bin ehrlich, in der Realität könnte ich das hier nicht machen. Nee. Nee, da würde ich sofort Allergie es fuck kriegen. Du bist also, doch sofort Ende. Du bist doch da in deinem Kämmerchen drinnen, da hast du dann 500 Luftfilter. Ja, aber der wird ja auch irgendeine Klimaanlage haben. Der wird reingesaugt und dann schwelle ich in diesem Fensterkasten hier einmal kurz an und dann zack, schwupps. Eins mit der Maschine geworden. Genau. Lieber nicht. Gar nicht. Kann ich nachvollziehen. Ja, Allergie ist schon was nicht so Schönes. Ich bin ja bis jetzt tatsächlich verschont geblieben. Obwohl jetzt so der Juli eigentlich auch immer mein Allergiemonat ist. Aber gut, ja, ich meine, ich sitze ja 24/7 hier in meinem Kämmerlein und nehme Videos auf. Also von daher, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich einfach nicht rausgehe. Ja, Profi-Allergie-Tipp, ne? Wenn ihr Allergie habt, geht einfach nicht raus. Genau. Macht euch einen YouTube-Channel. Kommt ihr nicht zur Allergie, kommt die Allergie vielleicht irgendwann zu euch. Wir machen hier wieder die britische Flagge oder so. Auf jeden Fall malen wir wieder irgendwelche lustigen Bildchen hier rein. Cool. Ich finde, das ist ja ganz chillig mit dem Ding, ne? Das Ding ist super. So, einmal hier die Palette gerade schieben. Vor allem, der ist auch wendig, dadurch, dass der hinten seine Lenkachse hat. Ja, ja, ja. Das ist echt mega angenehm zu fahren. Also zumindest jetzt hier auf dem Feld. Weil gerade wenn du denkst, so shit, jetzt müsste ich eigentlich drehen. So, wir haben noch was übersehen. Zack, weggemäht. So, hier schön den Platz aussparen, schön hinschieben. Bisschen unorthodox, aber funktioniert. Ich würde sagen, verkaufen, fahren würde ich es jetzt noch nicht, weil dafür finde ich, sind zu wenig Paletten. Nee, ich lade das, Sinn machen, ich lad das erstmal nur ein. Oh, schön, schön gerade genau. Geworden. Ich finde, es wird auch Sinn machen, die ganzen Paletten hinten einzuladen. Warum hinten? Na? Weil du, wenn du rückwärts einpackst, dann die Park- oder Verkaufsstation. Ja, und da sage ich dir jetzt den Trick. Ich pack nämlich nicht rückwärts ein, weil. Also, du kannst dir den Spaß mal gönnen, beim nächsten Verkauf mit dem LKW beim Supermarkt rückwärts anzupacken. Mach ich. Ja. Aber ich würde halt gleich an der Hauptstraße drehen und komplett rückwärts reinfahren. Ich würde nicht auf diesem kleinen Parkplatz anfangen, Wendedingen zu machen. Ja, 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 ja. Ja, also wie gesagt, probier das mal. Wenn du das schaffst, kriegst du einen Keks. Was für ein? Hä? Was für ein Keks? Oreo. Ich weiß halt nicht, ob ich Oreo mag. Ich glaube, ich habe noch nie Oreo gegessen. Okay, gut. Dann kriegst du ein von meinen Spezialkeksen, den backe ich dann nur für dich. Ich finde diese Milka-Kekse eigentlich ganz geil, diese mit Schokostückchen. Ach so, okay. Aber häufig ist das so, man hat die dann dabei und dann sind die immer schon so leicht angeschmolzen, die Schokolade, und dann ist das so klebrig und dann ist es halt auch nicht mehr so geil. Ja, ja, ja.
Oder so Kokosmakronen zur Winterzeit und so. Und schön, wie wir jetzt von der Feldarbeit auf Kekse kommen. Hey, man muss Siehst du ja. mal, wie ich hier sofort alles von dir umsetze? Ja. Das ist doch super. So, Jinro, wie sieht's denn aus hier bei dir? Naja, ich mache das hier schön ordentlich, damit wir schön viel Platz haben. Und dann geht's weiter. Stück Du für könntest ja jetzt hier Stück. gleich. Die Frage ist, wollen wir denn dieses Mal den Rasen mit der Ballenmaschine mal bearbeiten und gucken, ob das Aber wir müssen es vielleicht. auf jeden Fall erstmal wenden und Ja, zuschneiden. klar. Ja, das ist ja keine Frage. Das ist keine Frage. Es Aber wird das können wir gewendet. gerne machen. Und einfach mal diesmal zu Ballen machen, dass wir nochmal die Ballenmaschine testen und die Das können wir gerne machen. Ballenaufheber. Wir können es halt auch testen, wie viel Ertrag das dann bringt. Ja. Weil wenn das mehr Ertrag bringt, die Lager haben wir jetzt getestet, aber das sind natürlich auch 33.000, ne? Ja, na klar. Das ist schon nicht von schlechten Grassamen. So. So, das haben wir hier. Heißt, ich glaube, wir haben das Feld größtenteils wirklich. Ach ne, hier haben wir noch so ein Du kannst da auch noch Tüpfelchen. sehr weit am Rand lang fahren. Also du kannst wirklich versuchen, alles, was da in dem Feld geht, wegzumähen. Sind die Paletten mit den Eiern Ja, aber eigentlich man muss es ja größer? am Ende des Tages auch aufnehmen können, ne? Ja, na klar. Aber das geht. Ich glaube, bei mir hier beim Zuschauen kriegt man so einen leichten Drehwurm, weil ich die ganze Zeit hier links und rechts drehe und keine Bahnen mehr mache. Das ist natürlich vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer nicht so ganz angenehm. In der Ego-Ansicht bringt mir das ja halt auch gar nichts, da erkenne ich kaum was. Also an der Stelle, es tut mir leid, aber. Ja, während ich hier zum Beispiel meine Paletten einlade, bin ich auch nicht in der Ego-Perspektive. Wäre vielleicht mal ein nettes Experiment, das mal zu probieren. Aber ich habe das Gefühl, dann bräuchte ich echt einen Einweiser oder so. Weiß ich nicht, wie das im Real Life ist. Bin ich auch noch Also nie einen ich glaube Gabelstapler nicht, gefahren. dass dann beim Gabelstapler, dass da immer irgendwer einweist. Kann ich mir lebhaft nicht vorstellen. Aber wenn ich das jetzt mal hier so sehe, das ist echt schwer einzuschätzen, wo hier die Gabel ist. Das ist richtig. Das ist schwierig. Also hier auch wieder mein Respekt an alle Gabelstaplerfahrer und alles. Ihr macht hier echt einen super Job. Ah, ich muss sagen Bist du hier, noch also für Jüngere? ich muss sagen hier, ganz ehrlich, ich mache das auch gerade richtig schick. Unorthodox, keine Frage. Könnte schneller sein, keine Frage. Aber es sieht ordentlich aus. Das heißt, wir werden ganz viel reinkriegen. Das finde ich auch wichtig. Und ich mähe hier schön an der Seite alles nieder. Kann sich keiner beschweren, dass ich hier zu viel Platz lasse. So. Ich hoffe, dass, wenn jetzt gleich der Monat umswitcht, unser Plan funktioniert mit Julian Fischer. Die Frage ist halt, ob der das jetzt gleich bewirtschaftet, das Feld, ne? Ach, mit Jakob Fischer, nicht mit Julian Fischer. Ich kann mir nicht mal den Namen merken von unseren Nachbarn hier. So, und das dann halt hier ordentlich. Oh. Die eine Palette lässt sich einfach verschieben. Das soll nicht sein, Freundchen. Ran da. Und dass der halt unser Feld dann bearbeitet, das wäre halt einfach mega sick. Weil wenn das nicht klappt, schaut hier, dann brauchen wir Plan 25C. 25C wäre einfach, wir kaufen es nochmal das Ding dann ab und dann halt alles nochmal neu und haben dann halt einen gewissen Verlust gemacht. Ne? Dann wäre aber die Überlegung, ob wir vielleicht nicht dann das jetzige Weizenfeld mit dem Feld hier irgendwie zusammen machen. Wobei hier auf dem Weg wird auch schon gemalt. Oder ob man das Feld jetzt hier, wo wir gerade mähen, als Feld nimmt oder so, keine Ahnung. Ich weiß Das, es nicht. ja, das werden wir dann testen und machen und tun. Da wird noch das eine oder andere WhatsApp-Memo wird dann besprochen und dann geht das schon.
Was? Das kriegen wir schon hin. So, hier nehmen wir alles mit. Die ganze Fahrbahn, damit sich Shinron nicht beschwert. Alles mitnehmen. Also die Bienen waren hier auch wieder fleißig, ne? Das muss man auch mal so sagen, ne? Richtig gut. Ich habe jetzt 6 eingeladen. Schön ordentlich. Jetzt kommt die siebte. Da ist schon die achte Palette gespawnt. Richtig gut. Kann ich hier ordentlich aufladen. 19 Minuten geht die Folge. Also, So. gibt noch genug zu tun. Ich find's gut. Bin ja auch schön dabei, hier das ganze Feld hier schön halbwegs gleichmäßig zu nehmen. Passt rein. Ja, so viele Äste gibt es hier gar nicht. Du hast keinen Zugang zu dem Land, Astrein, danke. Da will man einmal helfen, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh. Also alles, was ich hätte mähen können, ist gemäht. Passt rein, super. So. Ach, ich weiß nicht, was ich ohne den guten alten Radler da machen würde. Das ist schon, muss sagen, den kann ich wirklich gut fahren. Ich finde echt den Teleskoplader angenehmer. Ja, aber der Teleskoplader, also den, den wir mal in unserem Probespiel hatten, hier auf der amerikanischen Map, glaube ich, war das, ne? Ich weiß nicht, der war irgendwie, ich meine, der hatte auch irgendwie so eine fancy Steuerung, dass man die Räder voneinander irgendwie unterschiedlich agieren lassen konnte. Das war schon irgendwie. Echt? Ja, der konnte richtig krasse Sachen. Oder ich verwechsel ihn mit dem anderen Ding, was wir hatten, aber ich glaube, es war der. Ich glaube, du verwechselst das gerade, weil ich weiß nicht, dass das ging. Das hat ja nichts zu bedeuten. Bitte? So, dann muss ich wohl nochmal wen aus dem Hof entlassen. Die dritte Entlassung ist dann mit einem Permband zu, wie ein Permband zu sehen, ne? Oder so nach Folge 20. Okay, ist ein Solo-Projekt geworden. Tschüss. So, wie sieht's aus? Mein Part ist getan. Wollen wir vielleicht einmal schlafen gehen und danach dann ans Grasfeld gehen? Ich Also sehe, ich. du hast ja noch gar kein einziges Ei-Ding aufgeladen. Was machst du denn hier die ganze Zeit? Ja, guck mal, wie ordentlich ich das mache hier. Ja, vier Ordentlich. Paletten in 10 Stunden, oder Es was? sind 8 Paletten. Vielleicht 10 sind noch. Oh, Junge, Junge. Das sind noch keine 8 Paletten. Ja, guck mal genau. Oh man. Jetzt sieh zu hier, Junge. Ja, ich arbeite heute Attacke. ordentlich. Yalla, yalla. Merk schon. Wir müssen das Geld für den zweiten Radlader ausgeben. Na? Na? Mehr Verlust hier. Ist dem Dinger kaputt? Okay. So, wieder ein Plus gemacht. Sehr gut. So erwarte ich das auf dem Biohof Erlengrad. Ist so. Ja, willst du schlafen? Wobei du kannst auch schon erstmal wenden, wenn du willst, wie gesagt. Ich würde gerne schauen, ob das mit dem Feld passt, weil dann können wir nämlich Achso, irgendwann tätig werden, weißt du? in der Hoffnung, aber wobei, jetzt ist ja eh schon 1. August, wenn, dann hat er doch eh jetzt in der Nacht gearbeitet. Nee, hat er nicht. Fauler Aber Hund. er hat noch gar nichts gemacht, deshalb schätze ich, dass der vielleicht auch erst am 2. August was macht. Deshalb, ich würde kurz schlafen, ne? Ist ja eh die Anfrage. Da muss ich jetzt mal einen Schluck trinken, ey. Uiuiui. Also das Feld ist bis dato nicht bearbeitet, wobei Oh, doch oh, das Unkraut ist weg. Das Unkraut ist weg, das hat er gemacht. Alles andere hat er noch nicht gemacht. Das heißt, er war auf jeden Fall tätig. hat schon mal Vielleicht ist irgendwas er, gemacht. genau. Wir müssen halt darauf warten, dass er gepflügt hat. Wenn er gepflügt hat und da ist nichts anderes, dann So be it. wissen wir Bescheid. Junge, die haben aber auch hier Honig produziert, wie die Weltmeister, ey. Zehnte Palette. Dabei haben Wollten wir. wir nicht, Ha? wollten wir nicht eigentlich auch mal einen, einen Dingens holen hier, einen Gewächshaus oder was?
Wie hier so ein Frontlader für unsere Traktoren, dass wir das damit auch machen können. Wobei ich glaube, das ist halt schwieriger, ne? Weil die nicht so wendig sind, aber dann könnten wir halt auch mit unseren Traktoren das machen. Ich Hier, weiß, ich Mister weiß. Professionell, deine Reifen sind immer in der Luft, wenn du es einlädst. Naja, nicht immer, nur eben gerade. Naja, nur eben gerade. War nicht hoch genug. Haben wir auf Aufnahme. Jetzt sieht natürlich hier wieder aus, ja. Schön Immer. dicht dran. Ach so, jetzt macht ihr noch die Honiggläser von Tante Emma kaputt. Ist doch alles in Paletten. Willst du hier eigentlich noch eine weitere Palette hin oder sagst du, das passt nicht? Meinst du, da passt noch. Nee, ich glaube nicht, dass da noch eine dritte daneben passt. Ich bin mir nicht sicher. Nee, noch keine Spanngurte drüber machen. Nee. Oder? Passt da noch eine dritte? Glaube ich nicht. Nee, da sollte nicht passen. Ja, weil ich da noch die Eier dann drüber mache und. Weißt du, das ist. Unterste Eier Honig, oberste Reihe dann Eier. Und theoretisch kann ich ja noch eine Reihe komplett noch mit Honig drüber machen. Wenn wir den richtig schön voll machen hier, den Anhänger. Das wäre natürlich geil, wenn noch eine dritte Palette einfach daneben passen würde, aber ha, sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Überleg halt gerade, wie war das jetzt hier? Also ich bin echt gespannt, mir fällt 19. Sag ich, wie es ist. Das würde ich gerne heute, bevor wir diese Folge beenden und wenn wir nochmal schlafen gehen vorher und ein paar Stunden vielleicht wasten. Aber das würde ich gerne schon noch erleben. Die Hühner haben schon 2000 Liter wieder weggefuttert hier. Ja. Aber irgendwie wird die eine Palette nicht voller, ne? Da von den Eiern. Komischerweise. Das ist jetzt schon eine ganze Weile so, dass das irgendwie nur angefangen ist. Vielleicht steht die nicht mehr ganz drin. Kann die auch anheben und hier reinschieben. Ja, mach mal. Die Problematik ist halt, vielleicht sind die anderen halt auch einfach, die sind ja recht voll. Vielleicht blockieren die hier die. Die Produktion? Yes, vielleicht müssen die halt wirklich weg. Ja, mache ich gleich. Dann mache ich die gleich als nächstes. So, Hühnerz, was ist da los hier? Naja. Und auch ein Huhn hier am Wasserspender. Dann nehme ich mal so eine Palette Eier kurz weg hier, um zu gucken, ob da irgendwie was passiert. Ich nehme die erstmal kurz raus. Kannst du die andere irgendwie auch gleich wegnehmen? Dann kann ich die nämlich. So, da ist nämlich schon wieder eine. Dann stelle ich die jetzt hier einfach angefangen drauf. Da haben wir ja Genau. irgendwie. Und damit könnten wir jetzt auch testen, ob hier noch eine Palette drauf passt oder nicht. Ja, die sollten das nicht, glaube ich, nicht passen, oder? Nee, guck drüber, oder? Ja. Ja, aber nur weil die hier schräg gestellt sind. Hier sind sie ja gerade. Guck mal. Hier ist gerade. Da würde ich sagen, passt genau dran. Die anderen sind so leicht verkeilt. Also die sind alle nicht ganz gerade. Hier hast du sehr schön gemacht. Die ist gerade, aber ich glaube halt trotzdem nicht, dass das. Nee, machen wir zwei rein, ein gutes. Und das hier mache ich jetzt fertig, wenn ich die so hinstelle, ne? Ja, kannst du das bitte wegstellen? Das wäre fantastisch. Ich kann sie gerade nicht mehr hochheben. Oh, Tati! So, damit sein Trick nicht funktioniert, mit dem ich fahre nur vorwärts rein. Ja. Was du denn da? Ich kontrolliere. Mach doch lieber das Gras dazu weiter, du Otto, ey. Hallo, jetzt wird mir der LKW so gerammt. Ja, hoch runter. Daneben. Können wir mal sehen, wie ein Fachmann arbeitet. Ja. Langsam nähert er sich mit der Gabel, um sich wieder zu entfernen.
Geduldig wartet der Radlader auf seine nächste Beute. Ja, okay. Weiter. Mit einer Majesty. Was? Ne, deshalb würde ich kein Dokumentarsprecher werden. Kann ich ja gar nicht nachvollziehen. So. Sind wir mal gespannt, wie das. Sehr gut. Hier wieder im Soundbug. Habe ich auch. Hier nicht. Ich muss hier stehen. Hier habe ich keinen Soundbug. Jetzt geh weg da! Kannst du nicht arbeiten. Aber hier habe ich. Hier habe ich auch keinen Soundbug. Wo willst du denn die hinstellen? Hier hin, wo ich jetzt stehe. Ne? Naja, klar. Ich kann die nicht daneben stellen, weil die Palette ist dicker. Da hätte ich sie längskant hinstellen müssen. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Da hättest du sie gleich anders aufnehmen müssen. Ja, genau. That is a problem right now. Was ist das denn jetzt? Warum sind denn die jetzt verschoben? Oh, Physik, ey. Ich sicher dir schon mal, weil dann können die nämlich nicht verschieben. Kannst du die obere jetzt nicht noch nach links ranschieben? Mach ich doch. Weil ich muss ja erstmal hier die Kästen gerade machen. Gut, hier ist einfach gar nichts, gar kein Ton, einfach zack. Dein Ton ist komplett weg, ja? Krass. Ja, einfach hier. Ich stehe. Du bist einfach in einem Soundloch gefangen da. Krass eigentlich. Sobald ich hier die zwei, hier sind ja links zwei Spanngurte und sobald ich beim rechten auf die andere Seite gehe, weg. Was das soll ist? Du hast die hier rausgeschoben. Ich stelle die jetzt hier wieder hin. Oh, da hinten höre ich die Glocken von Erlen gerade erklingen. Das ist ja normalerweise das Zeichen, ja hallo, die Folgenlänge ist erreicht. Aber in diesem Fall ist das natürlich nicht so. Noch nicht. In diesem Fall bedeutet das für uns nur, eine Palette lädt der Jinro jetzt noch ein, die da noch liegt. Und dann? Und dann schlafen wir nochmal, schauen, ob Jakob Fischer es geschafft hat. Weil dann würdest du noch mal schlafen. Ja klar, ich will das jetzt noch rauskriegen. In der Folge? Ja. Puh, zweimal geschlafen pro Folge. 12 Uhr mittags noch, heute können wir uns immer richtig, wa? Wir haben die letzten Nächte ja auch nicht um 20 Uhr geschlafen, sondern ein Stück weit erst um 1. Ah, wir sind halt krasse Typen. So, na gut, dann legen wir uns jetzt noch mal hin. Nee, ich meine, da ist ja noch eine Eierpackung. Ach, die soll ich noch einladen. Ja, aber hallo. Naja, der hätte ich also auch jetzt einfach... fängt er ja an, aber hier. Ja, der ist auch noch nächste Folge weitergemacht. Seht ihr, deshalb, Freunde, deshalb muss der Jinro regelmäßig schlafen gehen. Kommt hier nur Quatsch bei rum. Habe ich ja auch keinen Ton mehr. Jetzt hier. Und ob der Chauchi nächste Folge wieder Ton hat, das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es heißt, Hilfe, mein Sound ist weg. Oh man. Vor allem hier hatte ich eben gerade noch Ton. Selbst höre ich auch. Aber Fahrzeuggeräusche nicht. Und die Tiere. Fahrzeuge und Tiere. Oh, außer das Vögelzwitschern, das höre ich. Sehr gut. Ja, das höre ich auch. Aber ich höre jetzt hier nicht ein oder so. Ich könnte natürlich jetzt die Töne von dir einfach mal nachstellen. Oh, bitte nicht. So. Das ist doch perfekt. Wenn die Spanngurte erstmal dran sind, bewegen sich die auch kein Millimeter mehr, ne? Richtig Hammer. Ist alles safe. Ja. Nimm nicht, dass hier jetzt hier der Wachtmeister kommt. Das sieht doch ordentlich aus, Leute, hier. So, eine Honigpalette steht da schon wieder. Ich darf nicht mal ins Haus, da wird hier schon geschlafen. Unfassbar. Du kannst beim Regen draußen stehen. Der Shouji, der will hier einfach wissen, ob der Jakob Fischer das verdammte Feld ordentlich macht, damit wir es endlich wieder abkaufen können.
Er ist einfach heiß. Heiß, Leute. Nicht. Aber ja, er hat auch nicht geflügt. Der Hund. Nee. Na, hat noch gar nichts gemacht. Was ist denn los, Jakob Fischer? Ja, vielleicht macht er das erst nächsten Monat. Ja, dann schlafen wir nochmal bis 6. Oh. Ich will das jetzt wissen, Entschuldigung. Oh, aber... Folge schon 65 Minuten lang. Alles klar, kein Problem. Überall schon wieder, dann heißt es wieder überall Unkraut und dann heißt es wieder, oh Gott. Was ist eigentlich mit dem Weizenfeld? Ja, was soll mit dem sein? Ich hoffe, das ist noch nicht fertig. So, geschlafen. Du schläfst ja noch gar nicht. Oh, ich schlafe immer noch. Oh, jetzt schlafe ich nicht mehr. Oh. Alter, Einnahmen nur 2000. Ja, ja. Und Jakob Fischer hat immer noch nichts gemacht. Was ist mit Jakob Fischer los? Leute, wenn ihr wissen wollt, was mit Jakob Fischer los ist und werden... Ich glaube, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und wird unser Plan funktionieren. Aber es ist abgeerntet alles. Ja, es kommt halt jetzt drauf an, was Jakob Fischer hier drauf macht. Ist er auch mit dem Feld überfordert. Man weiß nicht, was er damit machen soll. Werden wir es schaffen? Hier sind übrigens schon wieder fast 2 Paletten Eier fertig. Werden wir den LKW vollkriegen? Werden wir Jakob Fischer dazu bringen, unseren Plan umzusetzen? Wird unser Weizenfeld ordentlich? Wird Chauchi es jemals schaffen, das verdammte Gras zu wenden? Hat, wenn du mal schaust, auf jeden Fall schon gedüngt. Krasser Oder Typ. Nee, er muss jetzt walzen. Und aber er hat auf jeden Fall Unkraut. Ja, Jakob Fischer hat gut zu tun. Warten wir mal ab, vielleicht. Und die Frage ist halt auch, wie lange warten wir jetzt, um mit unseren Tätigkeiten eigentlich anzufangen? Weil uns fehlt ein Windrad, deshalb haben wir jetzt gerade auch so viel Miese gemacht. Tja. Warten wir noch einen Monat oder sagen wir kaufen uns das jetzt einfach wieder und... Nein, wir warten noch. Oder wollen wir uns ein anderes Feld kaufen? Du könntest auch ein anderes Feld kaufen. Wie wär's mit Feld 14? Naja, zum Beispiel. Also würde ja auch gehen. Ja, wir können uns auch erstmal ein anderes Feld kaufen. Guck mal, hier ist es eigentlich ganz gut. Vielleicht gibt's da noch vielleicht können wir da noch einen Ausgang hinbauen hier. Ich kann ja dem Feld. Kann ja mal schauen, an welches Feld hättest du denn gedacht. Also Feld 14 kostet, nur mal so zur Info. Wir haben ja Feld 19 gerade verkauft. Ja. Feld 14 kostet 304.000. Und Feld. Ich will jetzt eher so für Feld 12. Das ist lang. Das da oben, ja, ist ein bisschen dünner, ja. Ja, kostet 180.000, ja. Aber da ist halt so eine blöde Kante da vorne, ne? Aber wobei, die Bäume sind ja vorher schon. Die Bäume grenzen da ab. Oder Feld 18, Fragezeichen, und wir machen da, wo unser Hühnerstall war, einen Ausgang? Wo der Hühnerstall ist? Machst du den Hühnerstall weg? Naja, halt, nein. Nee, halt linksseitig da von unserer Lagerhalle. Also sprich, warte, wo bist du? Ich bin hier vorne. Wenn wir zum Beispiel hier jetzt noch einen Notausgang machen würden. Ja, lass uns das machen. Das klingt gut. Komm, und dann können wir hier rausfahren. Und hier fällt 18 einfach hin. Ja, ja, das machen wir. Aber das machen wir erst. Nächste Folge, Leute. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Farming Simulator 22 mit Chauchi und mir. General Music and Gaming. Like und teilen, kommentieren nicht vergessen. Dann nur noch im Singleplayer. Schaltet ein. Na gut. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Kakao.